Okay, Schild 17 Kilo, hier 3. Okay, das ist nicht viel. 10 Kilo. Und hier plötzlich, wow, 35 Kilo mehr. Okay. Wir haben ein Problem, Leute. Achso, ich muss den Zauber auswählen. Ah, wisst ihr was? Da machen wir jetzt Folgendes. Jetzt, oder verspeichere ich nicht, dass ich einen Bug habe und das, der ist dann weg. Aber ich würde den Azure Stern gerne wieder leer haben. Aufladen. Zack. Azure Stern wurde verbraucht. Und wir haben ihn noch. Geil. So, jetzt können wir uns bewegen. Aber was machen wir jetzt? Wir müssten da eigentlich was drauf verzaubern. Oh nee, ich hätte mit Azura Stern, hätte ich da jetzt was drauf verzaubern können auf Stärke oder so. Ah, ich lade noch mal kurz. Das mache ich. Ich lade das nicht auf. Ich mache da eine Stärkeverzauberung drauf. Das Blöde ist die... Ich gehe zum Tempel. Und lass mir da was drauf machen. So, das heißt, ich lade den jetzt erstmal hiermit auf. Hat mir nicht vorhin Verzauberung erhöht? Das heißt, wir müssten eigentlich 10 von 10. Wir müssten auch mal rasten. Okay, wir werden rasten, aber erst später. Denn jetzt muss erstmal verzaubert werden. Ich hätte gerne den besten Stärke, die beste Stärkeverzauberung, die es geht, auf dem Brustkörper oder sonst was. So, warst du das? Verzaubern. Genau. Kyras der Hände Alexias. Zack. Ladung 300. Verzauberung 55 Punkte. Attribut festigen. Stärke. Dauer. Nehmen wir mal. Wirkung. Berührung. Sich selbst. Ziel. Das ist die Reichweite. Hä? Mama. Das ist blöd. Ich will dauerhaften Wert drauf. Ich will da einen dauerhaften Wert drauf, Mann. Wirkt noch benutzen. Arzt. Geht da nicht mehr, oder was? Attribut festigen, Stärke. Auf sich selbst natürlich. Wirken doch benutzen. Mann! Okay, die Seele von diesem Goblin-Effizier ist nicht gut genug. Und sonst habe ich keine gute Seele gerade dabei. Also Rückkehr. Wir holen uns jetzt eine sehr gute Seele. Wo ist denn Rückkehr? Da. Mist, geht nicht. Aber wir haben ja ein paar schwache Magie-Wiederherstellungstränke. Da würde ich jetzt einen nehmen. Das ist ein starker. Hier, der hier. Ein Punkt für 5 Sekunden sind 5 Punkte, das reicht. Ah, eine Sekunde zu früh gedrückt. Mist. Amulett des geteilten Herzens. Hat keine Aufladung. Ja gut, jetzt können wir das hier benutzen. So,
Goldene Heilige 80.000. Erleuchteter Schläfer 80.000. Sagen wir 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 7, 8. So, ich hoffe, ich habe noch mindestens 8 davon. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Da müsste ich mal welche sammeln. Aber egal. Wenn wir eh gerade hier sind, bist geheilt. Neue Stufe. Juhu. So, am wenigsten haben wir jetzt bei Schnelligkeit, Intelligenz und Willenskraft. Da nehme ich... und am meisten würden wir... nehmen wir erstmal das mal. Am meisten würden wir bekommen bei Konstitution 3 Punkte. Beeinflusst mit wie viel Lebensenergie ihr beginnt, wie viele Trefferpunkte ihr pro Stufe dazugewinnt und eure maximale Ausdauer. Haben wir dann insgesamt 97 Punkte. So, am wenigsten... hätten wir bei Schnelligkeit und Intelligenz. Ich würde aber auch gerne das machen, wo wir am meisten haben. Das wäre aber jetzt gerade die Konstitution. Das ist blöd. Weil dann nehme ich die Konstitution für das, was wir am meisten haben. Dann bleibt Schnelligkeit und Intelligenz übrig mit das, was wir am wenigsten haben und wo wir am meisten bekommen. Dann nehme ich noch die beiden. Also 2 Punkte Schnelligkeit, bestimmt, wie schnell ihr euch bewegen könnt. 94 Punkte insgesamt. Und 2 Punkte Intelligenz, bestimmt euren maximalen Magiewert. 94 Punkte jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt 125 Punkte Mana. Ja, und als nächstes wird definitiv Willenskraft genommen und Konstitution. Und dann noch entweder Charisma, Intelligenz oder Schnelligkeit. Geil, wir haben nur noch diese 5 Werte, die wir steigern können. Und wir sind schon Stufe 66. Geil. Ich meine, wenn wir diese Werte dann nehmen. So, also, wenn wir diese Werte... Ach Mist, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ich hätte warten sollen, aber egal. Es ist trotzdem geil. So, jetzt mache ich wieder am Sivian Twins. Nein, ich bin im Haus. Im Haus ist es blöd. Ich will ja nach Balmora. Sonst würde ich nämlich nach Vivek kommen. So, aber jetzt am Sivian Twins. So, ich speichere mal an dieser Stelle. Aber ich finde es so, wir haben schon Level 66. Verzaubern. So. Dauerhafte Wirkung. Ja. Okay, der Helm. Dauerhafte Wirkung. Ich hätte gerne Attribut festigen. Stärke. Auf mich selbst. 1 bis 1, Bereich 0. Okay, das ist zu viel. Nehmen wir 1 bis 25 Punkte. Das wäre schon geil. Festigen Stärke 1 bis 25 Punkte auf uns selbst. Muss ich mal kurz nachsehen. Attribut. Ah, okay. So, das kostet 8778. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Möchte ich nur Stärke? Stärke beeinflusst Lebensenergie, das ist toll. Was wir tragen können, deswegen mache ich es ja. Maximale Ausdauer, das ist auch toll. Und Schaden im Nahkampf, das ist auch toll. Aber ich könnte auch Intelligenz, Willenskraft und so. Wobei Intelligenz. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich... Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was, das ist schwere Rüstung. Ich mache einfach jetzt überall Stärke drauf. Attribut festigen, Stärke. Da auf der Wirkung, Attribut festigen. So. 1 bis 25 war das. Okay, das mache ich jetzt. Kaufen. Geil. So, wir haben jetzt 136.
Und 25 Punkte wären 61. 161. Ja, fast. Ich würde mich auch schon mit 160 Punkten zufrieden geben. Ah, 160. Jetzt können wir einfach 100, 800 Kilo tragen. Geil! Das reicht irgendwie vollkommen. Erstmal. Oder soll ich die anderen doch noch verzaubern? Oder soll ich noch aufheben? Ah, ich weiß nicht. Ich könnte auf einem zum Beispiel, könnte ich jetzt verzaubern, Lebensenergie wiederherstellen. Volle Kanne. Auf dem anderen dann, Ausdauer wiederherstellen. Volle Kanne. Und dann könnte ich noch Intelligenz verzaubern auf einem zum Beispiel. Noch Willenskraft, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Konzentration. Gut, Charisma und Glück würde ich jetzt nicht verzaubern. Wie viel wären denn das? Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich habe genau 8. Kann ich Mana wiederherstellen, verzaubern? Das probiere ich jetzt mal auf die auf den Arm. Dauerhafte Wirkung. Wieder Attribut wieder. Nein, nicht Attribut wiederherstellen. Ausdauer. Magie wiederherstellen. Das würde ich gerne. Hätte ich gerne. Magie festigen. Ja, aber nicht wiederherstellen. Mann. Okay. Schade. Also öffnen zu. Ich gehe mal kurz durch, ob ich da irgendwas haben wollen würde. Sprung wäre geil. Scam, Seenfalle. Langsamer Fall ist egal. Infravision. Flossen wäre auch geil. Angriff fest. Boah, Angriff festigen wäre natürlich auch geil. Das wären 1 bis 19 Punkte zu. Ja, nee, aber dann mache ich lieber Stärke, weil Stärke ja auch den Angriff erhöht. Oder geht bei Wirkung noch benutzen? Ist da dann vielleicht Magie wiederherstellen dabei? Nein. Schade. Wasseratmung als dauerhafte Wirkung. Das wäre halt einfach auch geil. Hätte ich auf den Helm vielleicht verzaubern sollen. Ich könnte es auf den Arm verzaubern. Sprung? Sprung würde ich auf die Schuhe verzaubern. Aber ansonsten. Licht nicht zwingend, aber vielleicht Infravision. Wenn 1 bis 40 Punkte. Gehört aber eigentlich auch eher auf den Helm. Ich lasse es jetzt entfernen. Ich mache Stärke drauf fertig. Attribut festigen. Stärke mache ich nochmal drauf. 1 bis 19. Okay. Kaufen. So. 19 Punkte. Ich gehe mal von 18 aus. Das heißt, ich wäre bei 178 wäre ich schon glücklich. Der falsche. Hier.
Irgendwie ist es gerade ein bisschen komisch. Habe ich irgendwie Stärke verloren? Vorhin hatte ich doch 160, wieso jetzt nicht mehr? Wo sind denn die Attribute denn? Da. Hände am Alexis, Handschuh links, Stärke 7, Hemd am Alexia, Stärke 24. Ja, das ist in Ordnung. Wieso fehlt mir plötzlich so viel Stärke? Ich hatte doch eben noch 160. Ah, das war von Amulett des geheilten Herzens. War noch aktiv. Ah. Okay, also für 144 habe ich. Plus 18 wären 162. Okay, also 162 hätte ich gerne. Oh, 160. Na komm. Wieder 160, aber ich hätte gerne 102. Ja, geil. Okay, jetzt wiegen wir 810. Auf den Schild möchte ich das tatsächlich nicht machen, weil wir den öfters wechseln. Das wäre blöd. Auf die Stiefel hätte ich tatsächlich gerne, oder? Ne, wir springen eigentlich eh relativ hoch. Ne, nicht handeln. Möchte ich noch was machen? Jetzt mache ich tatsächlich Lebensenergie wiederherstellen. Das hätte ich gerne. So viel wie möglich. Der hat nur 5. Wow. Okay. Geht Stärke? Wow, ein Punkt Stärke könnte ich drauf machen. Mehr nicht. Da könnte ich aber auch Wasseratmung drauf machen. Ah, das sind 15. Ah! Ich lasse es. Ich lasse es jetzt erstmal. Wir gehen mal nach Hause. So, Rückkehr. Ein paar Sachen können wir ja. Levitiere ich noch? Nein, ich bin nicht mehr. Ich bin gegangen, statt gelaufen. Okay. Die Seelensteine können weg. Wieder zurück. So, das ist der leere. Genau, passt. 653, damit können wir knappe 160 Kilo tragen. 167 sogar. Ja, passt. Ich finde, das ist in Ordnung. Wir sind auch ein bisschen schneller jetzt. Dadurch, dass wir mehr. Oder? Nee, eigentlich sind wir langsamer, glaube ich, oder? Da wir prozentual mehr tragen. Ich weiß es nicht. Na gut, aber das war's dann für heute. Was haben wir noch übrig eigentlich? Wir haben jetzt noch die Dwemer-Ruine. Da holen wir uns auch das Zeug für den Kram. Museum machen wir beim nächsten Mal wieder. Und sprecht mit den Leuten. Aber ich würde erst in die Dwemer-Ruine gehen wollen. Das sprecht mit den Leuten, das machen wir später. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass wenn wir die Quest beim Alexia fertig haben, dass wir auch mit dem Fidris Lea dann darüber reden könnten. Eventuell. Vielleicht nehme ich das dann doch nochmal mit. Wiegt zwar 0,2 Kilo, aber egal. Dann haben wir es wenigstens im Inventar. Genau. Ja. Da haben wir heute einiges geschafft. Wir haben jetzt die gesamte Karte erkundet. Bis auf diese Dwemer-Ruine, die wir jetzt noch erkunden werden. Und haben bis auf den Kram und das Museum eigentlich alle, wobei das Museum ja eine, sagen wir mal, unendliche fast schon
Nebenquest ist, aber es geht. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Moment, speichern muss ich noch. So, also, ciao.